darfst die führen, wenn du da was zu stecken hast und du kannst es nicht rausnehmen? Nee, möchte ich nicht haben. Ich müsste auch nicht wissen. Nein, Mann, das ist jetzt mal ernsthaft, das ist richtig ekelhaft, die vier vorhin. Mein linkes Ohr auch kurz davor ist. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, ist ein ekliges Gefühl. Und Basti hat recht, wenn er jucken tut, ist es noch schlimmer. Und du kannst ja nicht kratzen, weil du sollst das Band ja so lassen, also bei mir war das ein Band, sollst du ja so lassen, wie es ist. Und dann sitzt sie hier und muss mal Frank fragen, den ersten Tag, wo wir gespielt haben, habe ich mich richtig aufgeregt. Ich gesagt, die Scheiße hebt mir auf den Sack und den kann da irgendwas machen, die Pisse. Aber im Endeffekt muss ich ganz ehrlich sagen, das hilft. Und das auch ganz schnell. Innerhalb von 2 Tagen war mein Ohr wieder frei. Ja, ich meine, die Ärzte sind ja nur auch nicht blöde, ne? Ja. Und du musst halt nur regelmäßig auch dann die Ohrentropfen reinmachen. Nicht so wie ich. Endresultat hatte ich, hatte dann ein Band 2 Tage, 3 Tage länger, glaube ich, drin gehabt. Seitdem ist wieder alles schickimicki. Außer wenn ich jetzt hier meinen Stumpf von hier wegkriege, dann fängt die Scheiße schon wieder an. Siehst du mich noch? Auf der Karte ja, und durch die Kurve sehe ich ihn jetzt gerade nicht. Wo sie? Das Maul, ey, du Affe, ey. Ja, dann mit Auto hat das echt Laune gemacht, jetzt mit Controller, wa? Ja, das geht, wenn es richtig, wenn du dann den Dreh ein bisschen raus hast. Ja, hatte ich ja. Außer zum Schluss. Da hatte ich dann immer, so musste ich immer durch den Tunnel fahren und kurz bevor du durchfährst, ist da immer so ein Huckel. Dann bin ich immer mit 200 drüber geknallt und jedes Mal dreimal das gleiche. Dann bin ich immer umgefallen. Nach dem dritten Mal hab ich mich abgeschleppt, hab ich das Scheißspiel ausgemacht. Was geht da oder was? Dann willst du. Halt die Frisse. Wie sah der Neger aus? Ja, hallo. Oh, Alter, nicht schon wieder. Wieder aus dem Arsch gepisst? Ich hab keine Ablage. Hast du wieder aus dem Arsch gepisst? Nein. Nein? Ist Obama mir ins weiße Haus gezogen? Also wieder alles frisch und dick und flüssig, nicht mehr flüssig und so. Müssen wir eigentlich jeden Tag so ein Kackthema haben? Nein. Ja, nur jedes Mal, wenn Basti kacken geht. Basti war gestern nicht kacken und trotzdem hatten wir das Thema. Nein. Doch. Nein. Doch. Gestern hatten wir das Thema wegen GTA spielen. Aber kam ja keiner von euch positiv mal wieder. Hä, hey, wir haben gestern GTA gespielt, du Idiot. Nein, gestern Abend meinte ich. Ich hab mir heute Morgen bloß geschrieben. Komme die nächsten Tage nicht on. Ich sag, warum? Was passiert? Krank. Ich sag, läuft. Kotzerei und Magen und ich konnte die ganze Nacht nicht pennen. Tja, hätte mal den Red Bull gestern bei mir nicht gekauft. War bei dir, ja? Ja, ja. Steht am Tresen, ich bin der Zocker. Nee, er redet von Phil, du Affe. Ja, ich auch. Hast du nicht gestern gesagt, Kali war bei dir? Alter, guck auf dein Telefon. Ich hab dir geschrieben, Phil ist gerade bei mir gewesen. Du hast Kali gesagt, geschrieben. Ich habe Phil geschrieben. Guck auf dein Telefon, Alter. Warte, rechts ran. Und der, ja, möchte, eine, und der möchte eine fette Entschuldigung von dir gleich haben. Ich schwör's dir. Jetzt reicht's. Und jetzt rechts oder jetzt reicht's? Jetzt reicht's. Nicht mal Terreur machen, Alter. Durchschnittsgeschwindigkeit müsste jetzt bei 140 liegen. Es tut mir leid, Pocahontas. Ja, geht doch mit dir. Entschuldige genug? Nee, bitte auf die Knie gehen und vernünftig. Als Maul, Alter. Achter da gerade, siehst du das nicht? Nee. Ja. Ja, wir diskutieren, Alter. Ist ja schlimm, Alter, der Mensch. Ja, neue Freunde. Na, du hast ja auch neue Freunde, ne? Laut Facebook. Ja, Christiane, was denn soll die Kinderkacke? Ja, vor allen Dingen. Das Lustige ist ja, ist dein Bruder oder was? Ja, Mann. Der ist mit Caro zusammen oder was?
Nein. Ich hab den ganzen Zusammenhang nicht verstanden, warum er dann abgedreht ist. Mann, der raucht ganz gerne mal eh, na gut, ganz ehrlich mal jeden Tag immer. Ja. Und das nicht nur jeden Tag, und der kommt einfach nicht klar auf seine Umwelt, der Affe, Alter. Ja. Seid ihr Zwillinge? Hä? Seid ihr Zwillinge? Nee. Also kommst du mit deiner Umwelt ja auch nicht klar. Ja, aber ich rauch nicht so viel wie er. Darum ging's ja jetzt gerade gar nicht. Einfach nur ein Homo, Alter. Wichser. Nee, verfickter Homo, Wichser. Also, seitdem du hast doch Karos Kerl schon mal gesehen. Ja, aber dein Bruder nicht. Hä? Aber dein Bruder nicht. Nee. Hast du gesagt, Basti? Ja, ich hab das gehört. Du hast doch Karos Kerl schon mal gesehen. Nein. Hä? Der geht ein verbeugter Kerl. Keine Ahnung. Unbedingt mal meine Maus sauer machen unten, Alter. Wieso hast du eine? Ich habe gerade. Hast du eine mit Kugeln? Nee! Boah, wow, das wäre jetzt. Das wäre hart gewesen. Alter, ja, wobei die Dinger sind eigentlich auch nicht mal so schlecht. Da gab's immer, gibt's immer noch. Die kosten richtig Schweinekohle, richtige Zockermäuse mit Kugeln. Ne? Kacke. Also, da hast du wenigstens Glück, wenn du kein Krümel drunter hast. Richtig gut, die laufen so, ja. Ich habe meine Maus gerade sauber gemacht. Also ich habe noch nicht eine Lasermaus gehabt, die schlechter war als eine Kugel. Ja, nicht, dass die schlechter sind, aber es gibt auch teilweise Kugelmaus. Also ich hatte damals eine Zockerkugel gehabt. Ja, richtig gut, also. Die lag auch wie wenn du dich auf dem Sofa gesetzt hast, so lag die in der Hand. Okay. Ja. Ich glaube, ich habe in diesen Zeiten nicht wirklich PC gespielt. Ja, auch damals mir dann für teuer Geld eine Maus gekauft, da wo jetzt das Remake kostet jetzt 245 Euro. Ja. Damals hat die Maus 58 D-Mark gekostet. War schon viel gewesen. Ja. War von Logitech MX518 war das gewesen. Aff. Früher war es auf jeden Fall noch viel teurer. Das stimmt. No. Halt die Fresse. Hier stehen lauter Panzersperren, Alter. No. Jetzt hab ich einen LKW ausgemacht, ich voll Idiot. Ich wollte einen Hänger. Hänger. Oh, ich muss hier runter. Was denn? Ein Part beendet. Oh, heute nicht? Gott sei Dank. Bist du nach Frankreich in die Feind? Okay. Boah, die Frau hat Langeweile, das kriegt man mit. Wieso hat Robin die geschrieben? What? Hat Robin die geschrieben? Nee. Seitdem die Frau hat Langeweile. Was denn? Ja. Du musst ab die Woche Gummibäume aufstellen. Was mit einem Gummibaum? Wir müssen ab die Woche Gummibäume aufstellen. Endkilometers. Bei Robin, wenn wir das richtig verstanden haben, kriegt er diese Woche seinen vorläufigen Führerschein. So vorläufig? Hä? Wieso vorläufig? Aber er hat so eine Maßnahme geht und er macht doch danach den LKW-Führerschein noch. Und da stellen die doch den richtigen noch nicht aus. Das war bei Ike damals auch, da hat er ja für den PKW den vorläufigen gekriegt. Und wenn er den LKW-Führerschein geschafft hat, hat er erst den richtigen Kick nach dem Scheiß da. Ah.
Hat auch zu mir gesagt, kann er ja gar nicht bis nach Polen fahren. Da habe ich gesagt, fährst du bis zur Brücke, steigst aus, läufst rüber. Das ist da das Problem. Okay. Wieso kann er nicht nach Polen fahren? Mit den V-Läufen kommt er nicht nach Polen. Weißt du, wie oft die da kontrollieren? Ah nein, das ist ja richtig, aber ich würde das aber auch nicht. Fängt er jetzt vernünftig zu werden, oder was? Wird die mal was erzählen, V-Läufen, Führerschein? Du, was machen die Fernfahrer, wenn sie ihren Führerschein verlieren und die über Ausland fahren müssen? Du, nein, du benennt, ich kann nicht nur in Deutschland fahren. Müsste sogar fahren. Das ist ein Schwachsinn, was er erzählt, ja? Führerschein ist Führerschein, ob es ein Vorläufer ist oder nicht, ist doch völlig scheiße, ja, ob sei kein Auto fahren. Na gut, ein Führerschein heißt so lange, wie es Auto fahren kann. Das stimmt auch. Die andere Sache. Man kann ja auch ohne Führerschein fahren. So, ihr fahrt jetzt nach Salzburg, war das? Ja. Ach du Scheiße, ich bin ja hier unten. Darfst du mit dem Vorläufigen doch nach Polen fahren, oder was? Willi. Ja, gut. Was liegt denn bei Salzburg in der Nähe? Natürlich, sicher, Dicker. Natürlich, klar. Also ich kann jetzt gerade nicht gucken. Aber wann? Da ist Salzburg, Österreich. Reich. Oh, dann sieht sie gut, ja. Nee, Mann, das stört gerade richtig in meinem scheiß Ohr. Also ich könnte eine Fahrt nach Wien machen, da komme ich an Salzburg vorbei. Machen wir so, wie lange braucht ihr noch bis dahin? Lange. Sag an. Ich kann gerade nicht gucken, Mann. Ich hab mein Navi aus und bin in der Kurve. 4 Stunden, sagt er noch. Gar nicht mehr so lange. Boah, nö. Lange brauchst du bis dahin? Also bis Salzburg ungefähr circa so? Ich muss erst mal gucken, wo meine Lieferung steht hier. Aber vielleicht passt der, vielleicht kann ich ja nochmal eine negative Brille boxen. Hey, Basti! Hey, Mike! Was willst du? Was fährst du eigentlich mal wieder mit? Total genervt, Alter. Wenn ich meinen Schreibtisch hier habe. Ja, weg, du Scheißfenster! Meine Fresse, Alter. Kannst doch zur Not erst noch die Controller fahren. Nein. Was ist denn das jetzt? Ich hab da eben die Fracht angenommen. Oder Tastatur. Mike, ich sitze hier an einem Küchentisch, ja, da steht mein PC drauf. Ich sitze hier nicht auf einem Bürostuhl oder auf sonst irgendwas. Ich kann nicht mal, aber nicht mein HDMI-Kabel da, dass ich das an meinen Fernseher anschließen kann. Und selbst wenn ich das an meinen Fernseher anschließe, kann ich es da auch nicht spielen, weil der HDMI-Port an dem Fernseher kaputt ist und mir immer komische Farben anzeigt. Ja. Dann spielst du über Monitor, über Laptop. Ja, über Monitor spiele ich, richtig. Aber ich sitze hier an einem Küchentisch, an einem Stuhl, wo ich mich überhaupt nicht lange aufhalten kann, weil einfach mal unbequem ist. Und wenn ich ETS fahre, möchte ich bequem sitzen, möchte ich mich zurücklehnen, möchte ich alles Mögliche machen. Das kann ich auf diesem Stuhl hier nicht. Dann stell dir so, wenn du im Bett liegen kannst, dann kannst du liegen spielen. Boah, Alter. Nee, ist mir gerade zu hoch. Übertreibe deine Rolle jetzt bitte nicht. Doch, mache ich, kaputt im Ohr. Legen Sie den Kopf nach hinten. Mache ich den nächsten mit dem Scheiß an. Und beruhigen Sie sich wieder und suchen Sie Ihr Inneres. Und dann geht die Sitzung bitte los. Mein Inneres ist gerade in der Leitung auf dem Weg in eine Kanalisation. Warum das denn? Verstehe ich gar nicht. Wir wollen es doch durch die Sitzung wieder hinbekommen, was Sie entspannter sind. Oh, Alter, du bist anstrengend, Mike. Basti, kannst du mir einen Gefallen tun? Warte mal kurz. Nein, er kriegt mich nicht oder gibt mir eine Abmahnung oder wie auch immer. Ach du Affe. Guck mal, ich steht Wien dran am Schild. ich kann nicht mal lachen, Alter. Ich hab eine Abmahnung. Ich bin eine Abmahnung wegen Mickey, ja. Das wollte ich gar nicht. So, ich wollte das aber. Ach so, nee, das wollte ich nicht. Dann musst du was anderes für mich machen.
Das siehst du bestimmt eher als ich. Schlag ihn einfach mal richtig. Ich weiß nicht, wann ich ihn sehe. Ich warte noch auf die Abmahnung von Mike für zu oft Basti sagen. Ihr Pussys, Alter, ihr könnt auch wieder gleichzeitig kommen. Ich nehme euch unter den Schlaf, Alter. Pfeifen. Nee, lass mal lieber. Also von Mike möchte ich auch nicht genommen. Ein Arsch bleibt Jungfrau. Ich schlag oder bete gleichzeitig, Junge, einen Schlag. Soll ich dir ein Telefon geben? Du, Mike, du bist auch älter, verstehst du? Ach. Ja, fast 30 nächstes Jahr. Ah, nee, dieses Jahr fast 30, so. Ja, erinnere mich nicht daran. Ich bin näher dran an der 30 als er. Ich bin näher an der 50 als ihr alle. So, auf geht's nach Wien. Da sind wir gerade drauf vorbei. Laut dem Schild. So, ich hab 15 Stunden. Nach Wien. Ja, aber ich bin schneller da. Ich regel das jetzt hier gleich mit meinem LKW ein bisschen um. Du weißt auch, das sind knapp eine halbe Stunde, was wir da warten müssen jetzt dann, ja? Nein, Pinkei, du mit deiner scheiß verfickten Uhrzeit, das glaube ich dir da eh nicht. Wir brauchen nur 20 Minuten, denke ich, kann man 40 Minuten. Ihr fahrt 90, ich fahr 140, verstehst du? Ja, dann musst du aber abwarten wegen der Abrechnung, dann weißt du ja, wenn du zu schnell bist. Ja, jetzt kriegen wir schon hin. Ja, klar. Alles muss wieder auf dich warten, wie immer. Boah, Alter, kannst du. Alter, du schon Penner, Junge! Hast du mich gerade genannt? Mein nicht du! Penner hat er dich genannt, Penner! Und das war noch cool. Weißt du? Für dich hätte ich ganz anderen Namen, ja, Mike. In der Regel steht drin, man darf nicht beleidigt werden, würdest du die bitte auch abmachen? Warte mal, ich bin hier gerade dabei, was zu basteln. Boah, ey. Ich krieg immer gleich eine Abmahnung und die anderen müssen warten. Ja, ich überleg dir mal warum. Meinte gleich alleine. Ja genau, mahn dich mal selber ab. Nee, okay. In der Regel steht drin, man darf keine Mitglieder beleidigen. Du hast vorhin schon als stellvertretender Chef, ja, hast du mich beleidigt. Also ja, jetzt gib dir mal schön nochmal selber eine Abmahnung, also somit schon die zweite. Ich habe gesagt, verfickter Homo-Wichser. Nee, du hast mich vorhin anders genannt. Homo. Ja. Homo ist keine Beleidigung. Das hab ich zu dir gesagt, Homo. Ja, nicht du zu mir. Denkst du, oben bin auf der Mosterbeier geschwommen, wa? Nee. Na klar. Nein. Ich hab dich zuerst Homo genannt und da hast du mich daraufhin mit was anderem beleidigt. Was denn? Was hab ich denn gesagt? Was du gesagt hast? Ja. Du Wichser hast du gesagt. Hab ich nicht. Doch, hast du. Hast du Tonaufnahme? Kannst du beweisen? Ja. Was? Guck mal, schon sind es nur noch 14 Stunden. So mit Driften mit Hänger macht Spaß. Wer ist Frachtmarkt, wa? Ja. Oh, bist du ein Kunde. Ja, 90 Tucker, dann dauert es ein bisschen länger. Oder 60. So, jetzt lasse ich den ersten Mal hinter mir im Glauben, dass ich nicht mehr als 90 fahren kann. Und dann ziehen weg. Siehst du mich eigentlich heute noch, Frank? Natürlich sehe ich dich noch. Deinen fetten Arsch sehe ich überall. Deinen fetten Arsch, alle gut, Alter. Du siehst man doch gar nicht. Elefant.
So. Was ist? Er denkt, Escher kann überholen. So gut. Irgendwas ist im TS. Boah, Mike hält dir ran. Alter, du kannst dich nicht anhalten an einem Auffahrt, Mann. Ah, kann ich. Voll Pfosten, hinter uns kommt einer. Du bist so ein hässlicher Spaß, Alter. Da muss ich auch mal gucken gehen, wa? Wer denn? Bullen, Alter. Ich geh jetzt mal gucken. Ich geh jetzt mal gucken. Wer denn? Wo ist denn der Mikey? Da ist der Mikey. Also, das wäre jetzt schon die dritte Abmahnung. Warte mal, ich kann das auch noch anders machen. Das nehmen wir mal weg. Oh, jetzt ist er auf immer weg, der blaue Punkt hinter mir. Wegen Beleidigung. Warte. Ey, du fährst einfach weiter, lässt mich stehen? Nein, ich fahr langsam. Dann steht er noch wegen rumheulen. Warte. Und auf Basti sagen. Nee, das ist ja auch noch vergessen, aber wegen einfach so. Ah, Mike. Wegen einfach so. Dann bin ich gut. Frank bin ich die geilsten Ideen. Im Übrigen, da wir ja hier auch schon ein Thema hatten, Hat einen Fahnen verloren? Im Ohr. Ein Piepen im Ohr. Alter, das ist ein kranker Schwein, Alter. Da hält er nicht mit. Was ist denn? Auf Götterspeise, wenn ich meinen Tee so sehe. Hallo? Was? Was willst du denn? Wer denn? Du! Er hat den Faden verloren. Ich hab den Faden verloren, hat er gerade gesagt. Ja, dann nimm den Faden aus dem Ohr, dann hast du nicht verloren. Er hat Mull im Ohr, nicht Faden. Nein, darf ich noch nicht. Er hat jetzt ausgefahren, Fäden. Manchmal reicht schon ja einfach mit euch. Was ist mit Mike? Ja, wie mit dir, Alter. Ja, Entschuldigung, ich wink ein bisschen was. Ihr wolltet, dass ich doch mal leite. Nee, wollten ja nicht. Du hast es selber vorgeschlagen, weil du das machst, du Affe. Ja? Ihr wolltet eine Firma aufmachen. Nee. Das den Plan vernischt. Oh Mann, ich kann hier lachen. Ja, ich werde hier immer abgemahnt und die anderen Spasten, Alter, die werden hier nicht abgemahnt. Finde ich immer. Meine Güte, wo hast du denn eine Abmahnung? Ja, jedes Mal machst du bei mir drin, weißt du? Und du kriegst Taschentücher auf den Tisch, Schreibtisch. Ja, und trotzdem bereitest du alles voll. Ja. Mike spielt heute Prinzessin, oder? Ja. Ja. Prinzessin Peach ist heute. Peach. Siehst du, kriegst du das mit? Die mocken dich hier voll und du machst eigentlich nicht. Bist du für den Chef? Alter, Peach ist eine Mario-Figur, Mann. Das ist nicht mobben, das ist eigentlich loben, Alter. Eine Scheiße, ja. Eigentlich eine Beförderung. So, zeig auch noch hier, jetzt steht bei mir Sündenbock dahinter. Sieht aus wie eine Mario-Figur? Ja. Maul. Achso, Basti. Basti. Ja, ich höre doch zu, fang einfach an zu reden. Ich rede nicht einfach so los, wenn ich eine Reaktion kriege, ja? Ja, ich bin da. Janik, der Spaß, der schaffst du doch nicht. Ja? Was? Janik. Ja, Janik, mit dem schreie ich gerade. Ach, mit dem schreibst du gerade? Ja, der schaffst du doch nicht mit dem Spiel. Dudut. Ja. Der schaffst du doch nicht mit dem Spiel. Musst du auch hier vorne hin zur Firma gleich? Nee. Aber ich schon. Hat er mir vorgestern noch geschrieben oder gestern? Meinst du die, was hier gleich kommt? Ja. Ja, muss ich auch.
Aber ich muss hier rum. Nein, ich muss hier rum. Warum willst du Freitag machen? Würde gerne, geht aber nicht. Wie steht's, was du den Samstag kriegst? Bleibt. Der bleibt, ja. Schön. Am 20. war das, ne? Ja. Und wieder eine Tour geschafft. Boah, rückwärts mit Controller einparken, das ist ekelhaft. Fahrt abschließen. Was die? Null. Ja. Wollen wir heute Abend den Trink nehmen? Nee. Warum? Bin hier halt. Wollen wir heute Abend den Trink nehmen? Alter, weißt du eigentlich, wo ich wohne? Ja, und weißt du, wo ich wohne, du Affe? Ja, wann fährt denn bei dir der letzte Bus und wann fährt denn bei dir die letzte Bahn? Ja, sag mal, wir bei mir mal trinken nehmen müssen hier in der Nähe. Er kommt zu dir. Alter, hast du mich gerade zugehört? Um 18 Uhr werden hier die Bordsteine hochgeklappt. Wann? 18 Uhr und der letzte Bus fährt hier um 20 Uhr. Ja, wir können uns auf dem Heimweg treffen. Ja, genau. Ja, aber selbst dann fährt der Bus immer noch nicht. Basti, ich hab meine Ersatzschlüsselzeit. Basti, ich hab meine Ersatzschlüsselzeit jetzt dann wieder. Gut, schon für den 25. oder was? Dann können wir doch auch von den 25. Vollschuh verschieben, oder? Nee, lass mal jetzt sein. Also ich will jetzt eigentlich so hütet wird ihr nicht mehr raus, bis das halt halbwegs verheilt ist. Alles gut, Mann. Ich bin auch ungern rausgegangen, wo ich das hatte. Du gehst allgemein ungern raus. Das ist richtig. Denk mal bei den Rotzwetter draußen. Und Schatzi, wie geht's? Was? Nee. Jo, alles klar, danke. Du sag mal, ich hatte schon soweit mit Robin gesprochen. Wegen dem einen Lied, was ihr da, beziehungsweise was du da geremixt hast. Ich hatte ja schon mal von ihm Sachen von dir bekommen. Hast du die Möglichkeit, irgendwie mir neue Sachen zukommen zu lassen? Das wäre ganz schön, weil alles, was momentan so an Remixen da ist, zum Beispiel von dem Forster-Chöre, ist alles mehr oder weniger all. Die Möglichkeit, das irgendwie online irgendwo hochzuladen oder so, dass ich mir das da runterziehen kann,